Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tribe Primitive Builder. Wir haben jetzt im Prinzip das Ritual abgeschlossen, um die Arche weiterzubauen, das zweite jetzt. Und das würde ich jetzt gleich mal in Angriff nehmen. Schließe den zweiten Teil der Arche ab. Kriegen wir hin. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Let's go! Guck mal ganz kurz in mein Inventar. Es sieht eigentlich alles noch okay aus. Im Holz könnte man ein bisschen mehr gebrauchen. Ranken sind noch okay. Aber ich denke, ich gehe erstmal hin. Ich gucke mir erstmal an, was der jetzt da haben will. Was der jetzt gebaut haben möchte. Was machst du hier? Und ernten, ne? Top. Ah, wieder beste Wetterverhältnisse, um was Schönes zu bauen. Schöner Sandsturm, ey. Ah ja. Ich sehe schon. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viel Holz jetzt brauchen. Oh ja. Oh ja. Und das ist nur eine Seite, aber... Und das auch nur zur Hälfte. Oh ja, ich gehe mal Holz hacken. Das wird hier sonst nichts. Ja, okay, ich habe eine Axt zerlegt. Wir gucken mal mit dem Holz, was ich jetzt gepflückt habe. wie weit wir damit kommen jetzt an der Arche. Ich mache erstmal die Seite hier, glaube ich, fertig. So weit sind wir damit nicht gekommen. Also wir brauchen jetzt exorbitant viel Holz. Boah, ich würde sagen, weiß ich nicht, 200, 300 Holz oder so. Ich guck mal ganz kurz in den Stämmen, wie viel Holz wir da noch haben. Wir haben nämlich im Lager 2 haben wir 119 Holz. Wir müssen eh mal gucken, was wir jetzt hier an Werkzeugen noch brauchen und so. Hier haben wir gerade eine Hacke hergestellt. Die brauchen wir eigentlich auch. Aber wir brauchen auch wieder Messer, ne? Wir brauchen ja eigentlich alles im dritten Dorf. So, im zweiten Dorf fehlt uns ein Speer. Machen wir aber auch gerade. Wir brauchen nur Ranken. Ja, okay, da müssen wir noch Ranken vorbeibringen. Im ersten Dorf machen wir gerade Messer, die wir auch dringend brauchen. Verstehe. Ich gehe mal ins zweite Dorf, hol mir das Holz und... Vielleicht farme ich auch ein bisschen was. Vielleicht stelle ich auch ein paar Werkzeuge her. Also müssen wir ein bisschen die Eco mit im Auge behalten hier. Also ich finde das nicht so wirtschaftlich, tatsächlich solche großen Bäume hier zu fällen, wie ich das jetzt gerade getan habe. Weil irgendwie brauchst du 8 bis 10 Schläge, um so ein Teil umzunieten. So, und ich kriege pro Holzstamm 2. Das heißt, pro Baum bekomme ich 6. Bei 3 Holzstämme. Wenn ich jetzt aber in das Vulkandorf gehe und hier an solchen Bäumen hacke, die schon halb zerfallen sind. Hier gehe ich nicht runter. Da vorne muss ich runtergehen. Ich zeige euch das gleich mal. So, hier, diese Bäume. Pass auf. Wenn ich hier rangehe, bekomme ich mit einem Schlag 3. Das heißt, mit 3 Schlägen habe ich eigentlich schon mehr, als ich bei den anderen Bäumen mit einem Schlag, also mit 10 Schlägen mache. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist mega sinnvoll hier. Mega wirtschaftlich, diese Dinger hier abzuhacken. Also ich kriege am meisten Holz in dem Gebiet, wo eigentlich gar nichts wächst. Ihr wisst, was ich meine. Auch diese Dinger hier. Zack, ein Schlag. 3 Holz. Und das ist also in dem Fall halt sinnvoll, weil ich halt so nicht mehr Äxte verbrauche. Also exorbitant viele, weil ich da irgendwie pro Schlag an der Axt baust du ja sehr viel Haltbarkeit von der Axt ab. Und so bekomme ich extrem viel Holz in kürzester Zeit mit nur einer Axt. Statt, weiß ich nicht, 3, wie ich beim normalen Holzfällen verbinde oder so. Also zum Holzfällen komme ich jetzt immer hierher. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Es gibt auch immer zuverlässig 3 pro Holzstamm. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt Level 30 bin im Holzfällen. Weil ich einfach schon so viel gehackt habe hier.
in meinem Spielerleben. Aber es ist mega ertragreich hier. Das ist krass, ich habe jetzt einfach ein bisschen was investiert hier an Zeit und habe jetzt einfach 200 Holz damit gemacht. Also man kann hier easy mit einer Axt, ich würde sagen so 400 Holz machen. Ja, die Ressourcen sind hier nicht so hart viel vertreten, also man könnte dann eventuell nochmal schlafen, um die Ressourcen wieder nachwachsen zu lassen. Aber an sich ist es mega sinnvoll. So, mal sehen, wie lange wir jetzt mit unseren 450 Holz reichen. Alter, was ist denn heute mit mir los? Egal. Das ist immer, weil ich morgens aufnehme. Wisst ihr, was ich meine? Einfach zu früh. Einfach mein Gehirn noch gar nicht aktiv. Noch gar nicht wach. Also ich kriege auf jeden Fall den Rumpf des Schiffs hier gebaut. Mit dem Holz, das ich jetzt gefarmt habe. Oder muss ich jetzt hier für immer drin bleiben? Ja, da vorne ist eine Leiter, ne? Da kommen wir immer raus. Ich habe mich gerade gefragt, ob das so schlau ist, das Schiff hier aus dem Bauch herauszubauen. Und nicht von außen. Aber da vorne ist eine Leiter. Wir haben die Entwickler auch mitgedacht. Und zwar brauchen wir schon wieder exorbitant viel Bambus für den Rand hier. Ah, gelbes Gras brauchen wir jetzt. Ah, gelbes Gras. Irgendwo hatten wir es hier. Müssen wir mal kurz gucken. Hier ist gar nicht so einfach, hier wieder rauszukommen. Schafft. So, jetzt sollen wir hier an der Seite noch Bambus verbauen. Echt viele Ranken. Also Ranken wären demnächst wieder ein Problem. Da müssen wir nochmal farmen gehen. Achso, weil wir so Netze jetzt da auch drumherum bauen. Ja, jetzt brauchen wir wieder Ranken. Und Ranken kriegen wir ja im ersten Dorf. Müssten wir vielleicht irgendwann demnächst mal wieder ein neues Messer machen. So, jetzt fehlt uns das Messer, aber ich muss auch schlafen gehen. Der kriegt langsam Damage. Können wir gleich hier im ersten Dorf nochmal schlafen? Diese Lagerhöhlen im ersten Dorf sind halt ideal zum Rankenernten. Ne? Hier sind so viele Ranken drin. Kannst du ruhig mal, weiß ich nicht, 70 Ranken machen mit der Höhle hier. So, eine Seite haben wir jetzt schon fertig. Jetzt ist die andere Seite dran. Wieder viel Bambus und viel Ranken. Okay, jetzt sollen wir das nächste Ritual durchführen. Führe das Ritual, die Arche ausbauen, durch. Ah ja. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Pilzbräu und Steinstatuen. Also das, was wir im dritten Dorf gemacht haben, ne? Dann reisen wir doch da mal hin. Achso, vorher gucken wir uns nochmal die Eco an. Ganz wichtig, wichtig. Hier können wir Äxte herstellen. So, zweites Dorf. Bräuchten wir eigentlich wieder Speere. So, zweites Dorf kriegt jetzt Ranken vom ersten Dorf. Das habe ich so eingestellt. Drittes Dorf. Alter. Ah ja, okay. Die haben jetzt erstmal Hacken. Das ist gut. Aber wir brauchen hier Messer. Dringend brauchen wir hier Messer. Sonst geht hier bald gar nichts mehr. Okay, und ins dritte Dorf reisen wir jetzt auch, um die Sachen herzustellen für das Ritual. Uns fehlen halt Pilze. Wir haben schon lange keine Pilze mehr gesammelt. Deswegen muss ich jetzt erstmal selber per Hand Pilze sammeln, damit wir was haben für dieses Pilzbräu. Ich glaube, Ton haben wir genug, aber Pilze, ne? Pilze sind halt gerade nicht da. Aber es ist ja immer gut, dass wir nur 10 davon herstellen müssen. Ich hätte es ein bisschen cooler gefunden an die Entwickler,
wenn das ein bisschen eine Herausforderung gewesen wäre. Ne? Also wenn man so, weiß ich nicht, 50 Pilzbräu, 50, was weiß ich, Steinstatuen und sowas, das wäre, glaube ich, ein bisschen krasser gewesen, ne? Da hätte man wirklich eine Weile am Endgame hier noch gebastelt. Aber ich weiß ja nicht, was da noch kommt, also. Aber ich glaube jetzt, wenn wir die Arche fertig haben, dass wir dann auch schon das Game durch haben, weil wir dann ablegen zum nächsten Ufer und das eigentlich ja im Prinzip das Spielende sein sollte. Würde ich jetzt mal behaupten. So, machen wir mal 10 Tonschalen. Guck mal gleich mal, ob die Pilze reichen, ob das Pilzbräu jetzt ausreicht. Ja, reicht aus. Sehr gut. 50 Pilze brauchen wir dafür. Okay, wir haben jetzt alles fertig. Reisen wieder zum zweiten Dorf. Und da werde ich noch ein paar Speere herstellen, weil ich vermute, dass wir ja also bei der dritten Forschung auf jeden Fall Leder brauchen für die Obsidianperlen. Und da müssen wir jetzt nochmal den Jäger ansetzen hier. Deswegen mache ich mal 5 Speere, damit die hier noch was haben. Weil zurzeit sind die out of Speere, weil die halt keine Ranken mehr bekommen, weil ich die ganzen Ranken abfarme bis jetzt. Also nicht nur selber, sondern auch die, die das Dorf herstellt. So, Dorf 2 hat jetzt 5 Speere. Und farmt auch Leder. Sehr gut. So soll es sein. So, wir führen wieder das Ritual durch. Steinstatuen, Pilzbräu. Feuer. Sehr gut. Quest aktualisiert. Baue den dritten Teil der Arche. Naja, aber hallo. Hin da jetzt und bauen. Wenn es heißt Ausbau der Arche, ist es bestimmt innen drin jetzt nur noch. Und von außen haben wir eigentlich alles. Also es sieht ja von außen auch schon nach einer fahrbaren Nussschale aus, ne? Also denke ich mal, wird jetzt innen drin nur noch was sein. Ja. Holz und Bambus. Naja. Ich hoffe, das reicht, was wir mit haben. 43 Bambus haben wir noch. Aber es wird ja mehr Holz verbaut jetzt gerade. Als Bambus. Ja. Oh cool, jetzt hier noch so ein krasses Gestell. Wir brauchen krass viel Bambus. Verdammt. Okay. Ich gehe mal Bambus farmen. Obwohl, warte mal. Eigentlich müssten wir hier im ersten Dorf auch noch sehr, sehr viel Bambus haben, weil wir da haben wir ja angeordnet, dass der Holzfäller Bambus erntet. Guck mal rein. So, 160 Bambus. Mal sehen, wie lange wir damit auskommen. Ey, was machst du denn schon wieder in meiner Hütte? Räumst du auf? Machst du sauber? Oder was ist das hier? Komm, geh weg. Ich will schlafen. Ah, okay. Jetzt kommt hier noch so ein Dach drüber. Mit Blättern. Ui, cool. Haha, haha. Wir haben keine großen Blätter mehr. Laube. Marktplatz 3 hat große Blätter. Nee, hat's nicht. Marktplatz 2 hat große Blätter. Nee, hat's nicht. Marktplatz 1 große Blätter vielleicht. Auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Hat niemand mehr große Blätter? Dann muss ich selber welche ernten. Das ist ja doof. Ey, für eine Ecke hier. Kurz nochmal in die Eco reingucken. Reinlunsen. Werkzeug machen heute. Brauche jetzt keine Äxte mehr. Mach mal bitte Messer. Wir sind bald wieder out of Messer. Im ersten Dorf. Im zweiten Dorf. Auch out of Messer demnächst, deswegen da bitte mal nachsteuern, danke.
Im dritten Dorf, out of Spitzhacke. Okay, aber Messer brauchen wir da auch. Sehr, sehr wichtig. Okay. Dann zurück zum ersten Dorf, große Blätter ernten. Ist das heute wieder ein Hin- und Her-Gespringe hier? Aber so ist das halt, wenn man große Sachen baut, sehr viel Ressourcen braucht. Aber Gott sei Dank gibt es die Schnellreise. Alter, wenn das einer zu Fuß gemacht hat, irgendjemand in einem Let's Play oder in einem, was weiß ich, in einem nicht aufgenommenen Run oder so, keine Ahnung. Also, boah. Never ever. Das wäre richtig dumm. Wenn man die Schnellreise nicht hätte, dann müsste man wirklich über die Eco der Dörfer, über die Marktplätze da ewig dran rumfriemeln, dass man die ganzen Ressourcen dahin bekommt. Also es geht auch. Aber dann musst du wirklich eine funktionierende Eco haben und da sehr viel Feintuning betreiben und so, damit die ganzen Ressourcen dann rüberkommen. Also, boah. Auf jeden Fall dauert es länger als mit Schnellreise. Sehr viel länger. So, 60 große Blätter sollten reichen. Frosch im Hals irgendwie heute. Okay. Jetzt sollen wir das Ritual der... Ritual, die Arche verenden, durchführen. Ah, okay. Kurz gebraucht, um das zu lesen. Wir müssten eigentlich alle Ressourcen dabei haben. Also wir haben noch sehr viel Obsidian dabei. Eventuell wird das schon was. So, Obsidian-Statuen. Zehn. Ja, da brauchen wir nur 50 Obsidian für. Also das wird schon was. Kriegen wir jetzt hin. So, Obsidian-Perlen. Ja, kriegen wir auch 10 hin. Schön. Ist auch super günstig, finde ich. Ein Leder brauchen wir dafür, für eine Obsidian-Perle. Ja, wahrscheinlich für den, habe ich ja schon mal gesagt, für den, für das Band. Okay, dann führen wir gleich mal das Ritual durch. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt mit der Arche weitergeht. Also ich habe so das Gefühl, wir sind kurz vorm Ende. Schließe den Bau der Arche ab. Bau den vierten Teil der Arche. Ja, sehr gut. Dann auf zur Arche. Let's go. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal irgendwie farmen gehen oder so. Dass da jetzt nochmal so ein Gerüst drumherum muss, damit wir das Ding in die Flut schieben können oder sowas. Was übelst viel Bambus verbraucht oder so. Hoffe ich nicht. Könnte jetzt aber auch sein, dass wir irgendwie so da drinnen irgendwie was bauen, was so mehr so dekorativen Sinn hat oder göttlichen Sinn. Wo es jetzt darum geht, nochmal alle Ressourcen der einzelnen Dörfer zu verbauen. Also Thron und Schieferstein und Obsidian und sowas alles. Hab ich's doch gesagt. Okay, hier sollen wir 4 Obsidian verbauen. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch Obsidian ernten, sehe ich gerade. Ja. Mit so viel Obsidian habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber kein Problem. Ab ins vierte Dorf und Obsidian ernten. Und erstmal eine Spitzhacke herstellen. Das habe ich nicht mehr. So, ich habe jetzt nochmal 140 Obsidian besorgt. Müsste eigentlich reichen. Also, ja gut, kommt jetzt drauf an, was wir da jetzt noch drauf bauen müssen. Okay, was ist das? Irgendwie aus wie ein
weiß ich nicht, wie ein Unterstand, Bett oder so. Kommt sicherlich noch ein Dach drauf, große Blätter wieder, oder? Was ist das? Ja, große Blätter. Und sehr viel Bambus. Oh, Ruder. Okay. Ja. Macht Sinn. Ist das wirklich Ruder? Ja, das sind wirklich Ruder. Geil. Holz und Ranken brauchen wir dafür. Haben wir eigentlich alles noch sehr, sehr viel von. Also kriegen wir jetzt einfach so gebaut. Ah, okay. Das ist interessant. Also wir sollen jetzt hier Bambustotem, Holztotem, Obsidiantotem, Steintotem, Tontotem. Ja. Also alle Totemarten sollen wir jetzt da hinstellen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, haben wir denn Steintotem haben wir noch nicht freigeschaltet. Brauchen wir noch. Ja, jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's nämlich los. Tontotem haben wir freigeschaltet, Holztotem haben wir nicht freigeschaltet. Also Steintotem müssen wir noch freischalten. Aha, okay, verstehe. Das wird jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich farm das mal schnell und dann kriegen wir das auch noch hin. In dieser Folge. So, ich habe jetzt mal ziemlich schnell die Ressourcen für die Rituale gefarmt und habe jetzt ein Bambustotem, ein Holztotem, ein Tontotem, ein Steintotem und ein Obsidiantotem. Also alles, was jetzt noch auf dem Boot fehlt. Ich hoffe, das war der letzte Rest für das Boot. Ich hoffe, da kommt nicht nochmal sehr viel dazu, sodass wir jetzt den Bau endlich abschließen können. So, Bambustotem, Obsidiantotem, Steintotem, Tontotem und Holztotem. So, die Arche ist fertig. Jetzt sollen wir mit der Wellenreiterin quatschen. Kein Problem. Der Wind ist perfekt, genau wie die Wellen. Das Meer ruft. Sind wir bereit, abzulegen? Sind wir. Hoffen wir, dass uns die Götter wohlgesonnen sind, wo auch immer wir landen. Können wir ablegen, Captain? Lass uns segeln. Die Straße ohne Wiederkehr. Wenn du diese Insel verlässt, ist das Spiel vorbei. Kannst du deinen aktuellen Fortschritt speichern und ihn nach Abschluss der Geschichte wieder laden. Sprich mit den Ältesten optional, mit dem Jüngeren optional, sprich mit dem Wächter optional. Ah, okay. Ich kann jetzt mit... Ah, die sind jetzt alle nochmal hier. Okay, okay, dann spreche ich mit denen nochmal. Wer hätte gedacht, dass ein Reisender wie du uns nicht nur vor dem Verhungern rettet, sondern uns auch an der Seite meines Meisters und den vereinten Stämme der Insel anführen würde. Und es hat sich auch keiner von uns hier versammelt, wenn wir ehrlich sind. Es hat sich auch keiner von uns hier verwandelt. Setze... Hä? Verstehe ich nicht. Setze deinen Weg. Bla bla bla. Okay, okay. Ist egal. Ja, ja, die haben nochmal abschließende Worte für mich. Aber ich denke, ich werde hier an der Stelle nochmal speichern. Und dann gehen wir auf das Boot. Und dann segeln wir davon. Oder? Klar. Easy peasy. Okay, Cutscene. Nice. Sehr, sehr schön. Alle sind so drauf, die ganzen Dorfbewohner. Und die Häuptlinge. Schön. Schöne Cutscene. Ja, das war's. Try Primitive Builder. Einmal durchgespielt von hinten nach vorne. Von vorne nach hinten.
Ein paar abschließende Worte zum Spiel von mir. Ich muss sagen, war ein sehr interessantes Spiel. Hat mir auch Spaß gemacht. Allerdings, sehr schnell durchgespielt. Ich habe jetzt, glaube ich, knapp 20 Stunden in dem Game. Ja, 19,6. Also in der Zeit spielt man das Spiel geschmeidig durch, ohne jetzt krass durchzuhasten. Am Ende haben wir ein bisschen durchgehastet, ja. Aber wir haben uns auch sehr, sehr viel Zeit gelassen, um die Eco der Dörfer vernünftig aufzubauen. Ist so ein bisschen was wie Medieval Dynasty, aber nicht so viele Freiheiten. Die haben es geschafft, Medieval Dynasty in einem Schlauchlevelartigen Design zu gestalten und mit einer wirklich fortführenden Quest auszustatten. Von der Grafik her kann ich wirklich nicht meckern. Also vom Spieldesign her, das ist wirklich wunderschön, das Spiel. Aber von den Spielmechaniken halt sehr eingeschränkt. Aber ein kleines, wirklich gutes Game, was man so mal zwischendurch zocken kann. Ich fand es wirklich sehr gut. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es auch gut fandet. Oder was ihr noch zu meckern habt am Game. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ich muss mal gucken, was das dann sein wird. Ich werde jetzt noch ein paar Jagdsimulationsvideos hochladen in der nächsten Zeit, bis Medieval Dynasty die neue Map bekommt. Am 7.12. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.